Kontrollpunkt erreicht. Ich hatte meine Waffe verloren. Barry war nirgendwo zu sehen. Dann müssen wir Barry wohl finden. Barry! Barry! Oh Mann, es geht dir gut. Es ist so schön, deine Stimme zu hören. Ich habe versucht, aus dem Auto rauszukommen, aber der Boden gab nach. Mann, was für ein Sturz! Keine Sorge, dein Starschnitt ist noch da unten. Vergiss den, bist du okay? Ich bin in Büsche gefallen, hab aber keinen Kratzer. Du, da kannst du nie im Leben runterklettern. Das ist quasi wie eine Klippe. Oh, hey! Hier unten bewegt sich was! Barry, ein Besessener, nimm eine Leuchtfackel! Ah, ja! Barry, alles in Ordnung? Mir geht's super, Al. Alles okay! Er hat sich wohl noch nie mit einem waschechten New Yorker angelegt, was? So Typ, ey. Du musst deinen eigenen Weg zur Farm finden, Al. Ich warte dort. Ja nun, ohne Waffe, Barry, ohne alles. Warte auf mich, okay? Al, ich bleibe nicht hier. Das wäre Selbstmord. Ich mache mich auf den Weg zur Farm. Ich gehe vor und sichere das Gebiet. Du kannst ja nachkommen. Mach dir keine Sorgen. Hab alles im Griff. Jetzt ist der Rambo. Es würde in einem Desaster enden, wenn ich Barry nicht einhole. Ja, aber ohne Waffe? Ohne alles? Das ist doch alles andere als gut. Wir haben ja nichts. Also, wenn jetzt hier irgendwie Gegner kommen oder so, dann sind wir verloren. Ja, danke. Was soll ich denn jetzt machen? Mister, ich habe keine Ausdauer und es ist Hilfe. Also... Dann schauen wir uns mal eine Manuskriptseite an. Walter auf der Anderson Farm. Als er vor der Anderson Farm anhielt, war Walter erleichtert. Das Vergessen war nicht mehr fern. Die Brüder würden in der Klapse eine Flasche Schwarzgebrannten nicht vermissen. Dann sah er den Mann auf der Veranda und wusste, wer das war. Er fuhr um sein Leben, in dem Wissen, dass es nutzlos war. Er merkte erst, dass er weinte, als ihm die Tränen die Sicht nahmen. Okay. Ist halt wieder relativ weit in der Zukunft, ne? Ja, soll ich mich jetzt in das Licht darstellen oder was soll ich jetzt hier machen? Ich sterbe hier halt, ne? Weil ich kann nichts machen. Kann halt nur rennen. Wenn jetzt noch irgendwie Gegner oder was anderes kommt, dann sind wir eh verloren. Schatten krochen über das Tor. Ich brauchte Licht, um daran vorbeizukommen. Eine Manuskriptseite. Ich nehme jetzt mal den schnelleren Weg nach unten. Im Wald ein Kontrollpunkt. Bewegte sich etwas. Sich dem Feind Gott sei Dank. Waffe zu stellen war gefährlich, aber ich hatte keine Wahl. Must trust no one in the dark. Okay, ja, logisch, ne? Nix, ne?
Ja, okay, komm, als ob, wie soll ich das machen? Ich habe nix. Also das ist wieder mal, kann ich halt nur wegrennen. Nee, kann ich nicht. Das schaffe ich nicht. Safe nicht. Denn bis da hat ja wieder hier mal keine Ausdauer. Ja, das... Oh ja, na klar. Kann er nur hier im Licht bleiben, ne, und hoffen, dass nichts passiert. Den Generator hätte ich nie im Leben anschalten können. Ein Auto entfernte sich von der Farm, und zwar in dieselbe Richtung wie ich. Wahrscheinlich war es Barry, der wieder, ohne nachzudenken, einen Vorstoß wagte. Hm. Langsam ein bisschen die Schnauze voll, ne? Ohne Waffe, ohne alles. Okay, wir haben eine Hochleistungstaschenlampe. Ja, ich möchte tauschen, gib mir die. Jetzt darf ich die wieder mal nicht nehmen, muss ich wieder wahrscheinlich genau perfekt irgendwo stehen. Gut, das haben wir. Eine Thermosflasche. Und Batterien. Hilft jetzt aber auch nicht sonderlich weiter, ne? Das Auto war unterwegs zur vorausliegenden Hütte. Es war nicht weit. Wenn es Barry war, würde ich bald den Schaden sehen. Hm. Ich würde mich trotzdem über eine Waffe freuen, um ehrlich zu sein. Ich versuche, jede Seite zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu übergeben. Ich zeige Ihnen, wie die Geschichte weitergeht. Bitte was? Ich hatte das Licht schon einmal kurz gesehen. Es war mir im Traum erschienen. Es war ein seltsamer Astronaut oder Taucher in einem klobigen Anzug. Er hatte meinen Pfad mit den Seiten gepflastert. Na, dann gucken wir doch mal, was wir jetzt hier bekommen haben. Nightingale verhaftet Wake. Oh, welch ein Wunder. Und dann die Vergrößerung des Dunkels. Dann schauen wir mal. Nightingale starrte den ohnmächtigen Schriftsteller an. Der Mann holte den Schlaf einer höllischen Nacht nach. Nightingale war neidisch auf Wakes wohligen Schlummer. Aber er hatte noch etwas zu erledigen. Er legte die Waffe an Wakes Kopf und wurde fast zum Mörder. Seine Hand zitterte und seine Kehle schnürte sich zusammen. Er biss die Zähne zusammen und versuchte abzudrücken. Er fand den Mut nicht. Wake rührte sich. Eine Verhaftung würde ausreichen müssen. Mhm. Die Vergrößerung des Dunkels. Das Dunkel folgte der Choreografie des Manuskripts. Es wurde immer stärker, bewegte sich wie ein Sturm von einem Ort der Verheerung zum nächsten. Und doch war es an den Verlauf der Handlung gebunden, gefesselt an seinen dunklen Ursprung. Wenn die Geschichte das ersehnte Ende erreichte, wäre es endlich frei. Hm. Die Frage ist nur, wie lange die Geschichte noch gehen wird, ne? Ja. Ja. Aua. Ohne Schrotflinte. Jemand hatte eine Waffe dagelassen. Es war meine Chance, die Farm zu erreichen. Was? The Taken are filled with darkness. Was? The Taken are filled with darkness. Okay. Hm. Ja, nun ist ja auch wurscht.
Hier ist noch eine Manuskriptseite. Die lese ich mir nochmal schnell, oder lasse ich mir nochmal schnell vorlesen hier in der Helligkeit. Die Patienten fliehen aus der Lodge. Das Gewitter tobte, während die Anderson-Brüder schwankend mit den anderen Patienten die Klinik verließen. Sie wussten, dass sie diesmal nicht zurückkehren würden. Die Dunkelheit um sie brodelte mit Schrecken, doch Thor und Odin hatten keine Angst. Arglist funkelte in ihren Augen. Sie kannten jeden geheimen Weg und hatten Blut an ihren Händen. Sie hatten die Schatten schon mal bekämpft. Okay. So, eine Thermosflasche. Ist da unten irgendwas? Nee, ne? Kontrollpunkt erreicht. Sehr schön. So. Oh, Alter. Ja. Gut, hier liegen nur überall Bärenfallen. Hohoho. Oh, muss das sein? Ja, komm. Das darf nicht wahr sein. Ach. Das darf doch nicht wahr sein. So ein Zentimeter davor, ey. So ein Bullshit. Jetzt darf man diesen hässlichen Rotz nochmal machen. Komm, fickt euch, lasst mich in Ruhe. Ja, ihr seid auch besonders krass so ein Arschnell. So. Jetzt kommt hier gleich wieder noch jemand. Ja, da. So noch einer.
Jetzt haben wir auch keine Munition mehr, das ist ja mal ganz toll. Aber wenigstens den Kontrollpunkt erreicht. Das ist wieder so ein typisches Ding, so ganz kurz vorm Kontrollpunkt musst du hier wieder abgemurkst und doch die ganze Scheiße nochmal machen. Das ist, Hallo? Ist hier jemand? Barry? Nicht! Danny! Du bist nicht da! Bitte! Was machst du? Was? Nicht! Es tut mir leid! Das klingt ehrlich gesagt nicht ganz so gut, oder klang ehrlich gesagt nicht ganz so gut. Trotz, dass sie eine Hochleistungstaschenlampe ist. Ich kenne sie. Sie waren neulich im Gefängnis. Ich war wieder bei der Farm. Wegen dem Schnaps, wissen Sie? Er macht einen klar. Die werden ihn nicht vermissen. Die sitzen in der Klapse. Aber mein Kumpel, Danny, er ist verloren. Irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Das ist nicht er. Wie die schlechte Fortsetzung von echt guten Film. Wo der beste Freund plötzlich der Böse ist. Wer schreibt denn sowas? Die Hütte verlassen. Dann tun wir das wohl mal. Ich habe in meinem Kopf alle Möglichkeiten durchgespielt. Wenn ich dem Dunkel weiter gehorche, wird meine Geschichte Alice nicht retten. Es ist eine Horrorgeschichte, die sie, mich und alle anderen in dieser Stadt töten wird. Niemand wird überleben. Die Dunkelheit wird alles verschlingen. Das wollte es die ganze Zeit. Es will frei sein. Es hat Alice benutzt, um an mich heranzukommen, sie als Köder eingesetzt, um mich weiter anzutreiben. Ich werde das ändern. Ich werde entkommen. Ich habe mich selbst in die Geschichte geschrieben. Ich bin jetzt Protagonist. Es fühlt sich wie ein großes Risiko an, ist aber der einzige Weg, Alice zu retten. Auch ich bin wie jeder andere Akteur an die Geschehnisse der Geschichte gebunden. Sie muss logisch bleiben, damit das hier funktioniert. Es muss Opfer geben, knappe Fluchten, Spannungsbögen. In einer Horrorgeschichte ist es nicht sicher, dass der Held Erfolg hat oder überhaupt überlebt. Als nächstes werde ich meine Flucht beschreiben. Ich brauche Hilfe. Zane wird mir helfen. Ich werde es geschehen lassen. Zu viel gesehen. Ach, Thomas Zane. Stimmt. Der ist tot. Das war dann wohl Danny. Die Vordertür war verschlossen. Geh halt hier durch. Oh, hier darf er durch, okay. Die Farm war immer noch ein gutes Stück entfernt. Ich brauchte ein Auto, um schnell hinzukommen. Ich will aber, bevor wir jetzt hier endgültig abhauen. Genau deswegen. Ich glaube, hatten wir jetzt nicht eh noch eine offen? Wir hatten noch. Ah, die haben wir noch offen, okay. Hartman denkt über Mott und Wake nach. Für einen Moment überlegte Hartman, den Idioten zu erwürgen. Mott war böswillig, aber leicht manipulierbar. Emotional ein Kind, das nach Anerkennung gierte. Wake war dagegen viel schwieriger. Mott hatte ihm zu viel Leine gelassen. In 2 Tagen konnte zu viel passieren. Hartman musste ihn schnell wieder in den Griff kriegen. Gibt's hier noch was zu holen? Nee. Ist nur ein Klo. Gut, dann müssen wir wohl ins Auto. Dann fahren wir wohl mal wieder sehr schwammig Auto. Wenn Barry nicht hier war, steckte er wohl auf der Farm in Schwierigkeiten. Ich fühlte mich ein bisschen schuldig, weil ich an ihm gezweifelt hatte. Ich hatte mich bis hier allein durchgeschlagen, aber Barry war Barry. Gib mir die Thermosflasche.
und wieder rein. Auch gut, dass er schon losfahren kann, ohne dass er richtig auf dem Fahrersitz sitzt. Aber okay, gut. Ich fahre zuerst mal da hoch. Ist die Hütte offen?